Tiroler Landsleute, seit heute gibt es einen neuen Staat in Europa. Das Parlament von Katalonien hat heute mit großer Mehrheit die Unabhängigkeit von Spanien beschlossen. Es ist dies ein historischer Tag für ganz Europa. Erstmals wird damit auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker ein neuer Staat innerhalb der Europäischen Union geboren. Es hat in den letzten Wochen sehr viele Diskussionen über das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Recht eines Volkes auf einseitige Unabhängigkeitserklärung gegeben. Sehr oft wurde dabei das Argument ins Feld geführt, dass eine Verfassung wie jene des spanischen Staates, aber auch jene des italienischen Staates, eine Abspaltung eines Teils des Staatsgebiets nicht zulassen würde und somit eine Selbstbestimmung nicht durchführbar sei. Es gibt aber keine Verfassung, die einer Regierung das Recht gibt, ein Volk gegen seinen Willen in einem Staat einzusperren. Genauso wenig hat eine Regierung das Recht, ein Volk mit brachialer Polizeigewalt daran zu hindern, zu einer Wahl zu gehen. Katalonien hat in den letzten Wochen alles versucht, um auf europäischer Ebene, aber auch in Kontakt mit den spanischen Behörden, eine demokratische Lösung für den Katalonien-Konflikt zu finden. Spanien hat sich aber nicht bereit erklärt, sich auf eine Diskussion mit Katalonien einzulassen. Katalonien hat in dieser Situation das einzig Richtige gemacht. Katalonien hat weitblickend vorausschauend gehandelt und in Verteidigung der demokratischen Rechte seiner Bürger die einseitige Unabhängigkeitserklärung von Spanien beschlossen. Damit steht nun aber auch die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union auf dem Spiel. Denn die Europäische Union kann und darf sich nicht vor ihrer Verantwortung drücken, sondern muss nun sowohl mit Katalonien als auch mit Spanien in Verhandlungen treten, damit es zu keinen gewalttätigen Ausschreitungen kommt und der Übergang zu einem neuen katalanischen Staat friedlich und geordnet erfolgt. Für uns Südtiroler ist das Beispiel Katalonien natürlich ein Präzedenzfall. Denn wenn Katalonien, so wie in der Vergangenheit auch Slowenien und die baltischen Staaten, ihre Unabhängigkeit bekommen haben, dann wird das auch zu einem Präzedenzfall für Südtirol. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in den letzten 30 Jahren immer wieder zu Grenzveränderungen, einseitigen Unabhängigkeitserklärungen, aber auch zur Gründung neuer demokratischer Staaten gekommen ist. All diese Veränderungen waren keine Gefahr, sondern eine Bereicherung für Europa. Wie würde Europa heute aussehen, wenn jene Parteien und Politiker Recht behalten hätten, die sagen, dass Grenzen nicht mehr verändert werden dürfen, dass die Verfassungen, die eine Teilung eines Staatsgebietes nicht erlauben, über den Menschenrechten stehen würden? Es würde heute noch ein geteiltes Europa geben. In diesem Sinne braucht sich Europa auch nicht vor dem neuen Staat Katalonien fürchten. Denn nicht das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist eine Gefahr für Europa, sondern jene Staaten sind eine Gefahr für Europa, die eine freie und demokratische Wahl verhindern wollen. Europa ist derzeit im Umbruch. Es ist dies aber auch die große Chance für Europa, sich in eine andere, bessere Richtung zu entwickeln. Katalonien zeigt, dass der Wille eines Volkes nach Freiheit und Unabhängigkeit nicht einzusperren ist. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen noch sehr viel über Selbstbestimmung diskutieren, denn nach dem heutigen Tag ist in Europa nichts mehr so, wie es war. Grenzen können in Frage gestellt werden, neue Staaten können sich gründen und Unrechtsgrenzen wie jene am Brenner können überwunden werden.